Im Irak sind bei Protesten gegen die Regierung in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen getötet worden. Von mindestens 20 Toten und Hunderten Verletzten war heute die Rede. Sicherheitskräfte setzten gegen Demonstranten auch scharfe Munition ein. Die Proteste in mehreren Städten richten sich gegen Korruption und die hohe Arbeitslosigkeit. Trotz großer Ölvorkommen liegt die Wirtschaft am Boden. Nur wenige wagen sich heute noch auf die Straßen Bagdads. Überall Spuren von Gewalt und Zerstörung, massive Polizeipräsenz. Gestern entlud sich die Wut tausender Demonstranten auf die Regierung in gewaltsamen Protesten, trotz einer Ausgangssperre. Die Polizei griff brutal durch, feuerte auf Demonstranten mit Tränengas und scharfer Munition. Allein in der Nacht starben 11 Menschen. Wir sind friedliche Menschen, aber wir haben nichts. Wir brauchen eine neue Regierung, Gerechtigkeit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und sie schießen scharf auf uns. Der Frust sitzt tief über eine marode Infrastruktur, verseuchtes Wasser, Stromausfälle, Korruption und Misswirtschaft. Ölmilliarden versickern in dunklen Kanälen. Ministerpräsident Mahdi steht massiv unter Druck. Vor einem Jahr erst kam er nach quälend langen Koalitionsverhandlungen ins Amt. Die Angst ist groß, dass die Proteste nicht nur auf den Sturz der Regierung abzielen, sondern den ganzen Staat zum Einsturz bringen. Denn die Demonstranten fordern ja, das gesamte irakische System aus den Angeln zu heben. Es sind spontane Proteste, wie es scheint, organisiert über soziale Netzwerke. Das macht es für die Regierung so schwierig, sie unter Kontrolle zu bekommen.